zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Top 3 für Euro 2024er Sticker-Serie. Drei Tütchen sind am Start. Und das Ganze in der Schweizer Sticker-Variante Let's Collect in der Swiss Edition. Und ich nehme heute wieder ein paar extra Sticker. Zack, nehme hier einen kleinen Stapel und habe hier sogar Jude Bellingham als Starspieler dabei und Rodri als Starspieler. Die drei Päckchen packe ich gleich aus. Wir sortieren erstmal diese Sticker hier vor. Ich glaube, Daniel meint es sogar doppelt, wenn mich nicht alles täuscht. Egal, wir gucken ihn trotzdem nach. Serbien, C, Dänemark, C, Schweiz, Albanien, England und Spanien. Zack und zack. Oh, Gold. Gold Suslov. Das ist geil, den klebe ich auch ein, weil in der Schweiz klebe ich alles ein, es sei denn nummerierte Sticker oder so. Das ist Player to Watch Slowakei. Kann aber sogar sein, dass wir den schon haben. Wir gucken ihn nach. Wir gucken ihn nach wie alle anderen. Poland, Belgium und Luxemburg. Spanien-Logo. Habe ich das nicht auch vor kurzem erst eingeklebt? Was ist das denn hier? Was läuft denn heute schief? D und Rumänien ist E. Oh, Zinedine Zidane, Legend, nee, doch, Legend, ganz hinten. Dann Italien, Schottland, Tschechien, Netherlands, kommt wo nochmal hin? D und Kasachstan ganz hinten. So, dann ist das die Reihenfolge für heute. Die ungefähre Reihenfolge. Zack, zack, zack. Und wunderbar, wir starten vorne mit der Schweiz, mit der Sehenswürdigkeit, die linke Seite. Und klebt Wiener 1 im Heftchen. Dann Schottland mit der 20. Klebt auch drin. Dann haben wir Endoyer mit der 17, oh, knapp an der 18 vorbei, Ruben Vargas, den wir schon im Heftchen hätten. Ndoye, wunderbar. Dann geht es weiter zur Gruppe B. Da haben wir Andrej Kramaric. Von Kroatien haben wir schon Perisic als Top-11-Spieler. Ein Glück ist es nicht Perisic heute, sondern Kramaric. Und zack, ist er drin. Spanien-Logo ist tatsächlich doppelt. Also das kleine Erbsenhirn bei mir oben drin hat doch nicht versagt, dass wir ihn schon eingeklebt haben. Das Logo meine ich, nicht ihn. Dann muss ich einmal aber zurück, weil wir hier Starspieler Rodri haben. Den normalen Starspieler, nicht mit der Unterschrift. Also Red Signature kann man quasi sagen. Oder hier jetzt in dem Fall nur Red Starspieler. So, dann Italien mit der 14, Matteo Pessina. Dann Albanien mit der 6, Jim City. Und 7, Elzad Hüsey. Ich glaube, dann war es mit der Gruppe B, ne? Ja, dann gehen wir nämlich zur Gruppe C, wo wir Jude Bellingham einkleben. Das war der letzte Sticker, der uns gefehlt hat in unserem Hardcover-Album. Yusuf Paulsen, Dänemark. Und Joachim Andersen mit der 7, Verteidiger. Ich glaube Außenverteidiger, wenn mich nicht alles täuscht. Ist 96er Jahrgang, genauso wie ich es bin. Okay, Niederlande ist der nächste Gruppe. Ich wollte hier gerade gucken wegen Daniel Mahlen, der, so wie ich in meinem Spatzenhöhen prognostiziert hatte, dass er doppelt ist, ist er auch doppelt. So, dann haben wir Polen mit der 10. Piotr Zielinski und Kozlowski mit der 11. Hiervon glaube ich keinen. Der erste normale Porträtsticker hier von Niederlande. 19, Noah Lang. Frankreich 17, Kolomoani. Wunderbar.
Dann haben wir Rumänien mit der 8 und Belgien davor. Belgien kommt auch davor. Belgien mit Fes mit der 6. Wunderbar. Dann haben wir Slowakei am Start. Wir haben Slowakei als Player to Watch, Suslov. Habe ich ihn schon, habe ich ihn nicht? Habe ich nicht. Suslov. Suslov, Slowakei. Schön in Gold oder Gelb. Goldgelb, bam, drin ist er. So, dann Rumänien. Rumänien mit der 8. Dann Kasachstan, Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina hier, 4 und 5. Bumm. Und bumm. Wunderbar. Dann Gruppe F, Kasachstan. Was haben wir hier noch alles? Luxemburg, Kasachstan. Luxemburg ist hier. 12, 13. Kommt sogar unten in die Lücke. Bupp. Und bupp. Dann Kasachstan, 2 und 3. Kommt oben in die Lücke. Dann noch Tschechien und ganz zum Schluss heute der Abschluss von Legend Zizou. Alex Kral, der bei Union ja eine scheußliche Saison gespielt hat. Und Zinedine Zidane hinten als Red Shiny Miney. Kommt hier schön ins Heftchen. Und dann war es das mit der heutigen Folge vom Let's Collect der Topps UEFA Euro 2024er Sticker Serie in der Schweizer Edition. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.